Ich habe gerade Stefan gefragt, ob das ein bisschen ihn an Bali erinnert. Und er meinte... Ich bin richtig happy. Ja, YouTube. Ist ja kein Problem, oder? Ja, ey. Hi. Und übrigens, Leute, ich will es ja nicht laut sagen, aber ich finde hier überall hübsche Männer. Ne? 2 Euro, aber streng genommen sind es nur 1,70. Okay, Leute, wir haben jetzt eine optimale Liste. Zeig nochmal ganz kurz die Liste. Und zwar, warte. 10.000 sind 17 Euro. Ist schon ein Unterschied. Also 1.000 Kolonis sind 1,70. Fahrradausleihen kostet jetzt 8.000. Dann sind das quasi... Nee, 4.000. Achso, 4.000. 4.000 sind 6,80 Euro. Ah, geil. Ein Fahrrad für 24 Stunden. Kostet einfach 6,80 Euro. Das ist gut. Billiger als in Mexiko. Guck mal, mit Korb sogar dran. Ist doch geil. Die sehen auch nicht so klapprig aus, die Fahrräder. Obwohl, vielleicht sind das auch die klapprigen hier. Ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, egal, ne? So, Fahrrad ist jetzt startklar. Für 7 Euro. Geil, ich freue mich voll. Wir fahren einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ja, und wir erkunden die ganzen Orte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da so entdecken werden. Vielleicht auch endlich mal ein Faultier sehen. Ich habe immer noch keins gesehen. Aber das werde ich auch noch irgendwie manifestieren. Spätestens im Nationalpark, denke ich. Da fahren wir dann, glaube ich, morgen hin. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Wow, mega nice hier. Ah, guck mal hier, sieht ja schön aus. Echt jetzt? Bananenpflücken, ja. Hier gibt es eine Panaderia auf dem Weg. Da gab es eine Frutteria gerade links. Also es gibt auf jeden Fall auch so kleine Sachen an der Straße zu kaufen. Wir fahren jetzt nach Manzanillo. Reiten. Das soll ganz schön teuer sein, aber ja, man kann es. Wie bitte? Ahawa Rescue Center. Hier wollen wir doch hin. Ich sehe keine fetten Spinnen. Nee, ich sehe sie nicht. Ach doch, da. Eine habe ich gesehen. Guck mal, was für Spinnenweben. Crazy. Oh mein Gott, ich habe voll Angst, hier so runterzufahren. Stimmt, das sind überall fette Spinnenweben. Crazy. Ah ja, da auch. Krass. Ah, das habe ich auch noch nie gesehen vorher, Leute. Was ist denn süß? Hallo. Hi, hola. ¿Cómo estás? Pura vida. Pura vida hört da bestimmt nur. Die anderen Sachen, da hört er wahrscheinlich gar nicht drauf. Caribbean Food. Ich bin auf jeden Fall Fan von Caribbean Food, Leute. Meine Wenigkeit, hi. Ich enjoy mein Fahrradride. Ich werde dabei braun, Leute, und entspanne mich, ja, mental hier in der Natur. Hier gibt es so einen kleinen Supermarkt, okay. Mein Cousin meinte gerade, man soll nur in Gruppen fahren. Das stand da irgendwie drauf. Ein Hinweis. Das ist komisch. Mein Kollege hat das ja auch gesagt. 4 Kilometer noch. Ich habe gerade Stefan gefragt, ob das ein bisschen ihn an Bali erinnert. Und er meinte, ja. Er meinte, ihm kommt das so ein bisschen bekannt vor. Also ich denke, Bali ist dann so, dass einfach überall alles grün ist. Das könnt ihr mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Jeder, der schon mal auf Bali war, kann gerne mal sagen, ob euch das so ein bisschen hier an Bali erinnert. Vom Dschungel und so, von den ganzen Grünen, was man hier so sieht. Blüten, könnte ich mir vorstellen, weil ich hab sowas auch immer gesehen, wenn ich Bali Reels sehe oder so auf Instagram. Ne? Ich könnte hier die ganze Zeit filmen, weil ich es so geil finde. Guck mal, Leute, hier steht auch Despacio, Slow, Iguana Crossing und davor stand Turtles Crossing. Ich will mal auch so eine Turtle sehen. Guck mal hier, Despacio. Ah! Oh, Crossing. Hier, Faultiere, wo sind sie denn? Ey, Faultier, wo bist du? Ich such dich. Armadillo Crossing. Die habe ich heute, glaube ich, gesehen. Hola. Es aquí, Manzanillo? Ah ja, okay, perfecto, muchas gracias. Okay, mal gucken, ob wir jetzt ein Faultier endlich mal sehen. Ich bin gespannt. Schön, ne? Oder? Ja. Voll geil, voll grün. Und sag das doch mal, ich habe gerade abgebrochen. Ich bin richtig happy. Ist geil, ne? Nature. Ja, das sind die Vibes, Leute. So, Leute, wir sind da. Manzanillo.
Aber ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Da ist der Beach. Jeder hat es empfohlen, also muss es geil sein. Guckt mal hier die jamaikanischen Farben immer. Ah, hier können wir anhalten, ne? Und? Ups. Schön. Ah. Ach du Scheiße, ist ja mega. Boah, krass. Okay. Wow, guck mal. Wow, ist ja mega nice. Überall Dschungel. Und das Wasser ist richtig klar. Ich guck mal kurz. Wow. Ja, sind voll die Kuba-Vibes. Ich habe gerade echt so, ich habe mein Kuba und hier, wahrscheinlich nimmt sich das alles nicht viel. Aber es ist so ähnlich. Ich war ja in Kuba auch ziemlich viel unterwegs, ne? Ich werde jetzt nicht alles vergleichen, aber ich kann sagen, dass mich das krass daran erinnert. Boah, es ist richtig schön, ne? So Leute, das ist der Ort hier. Hier steht Hungerkiller. Mata Ambres. Hier steht Hungerkiller auf Deutsch, Stefan. Auf Deutsch, Hungerkiller. Was stand da? Hungerkiller. Hungerkiller? Auf Deutsch. Guck mal hier. Wow. Guck mal hier, ist auch nice. Überall jamaikanische Farben. Krass, ne? Wow. Jetzt sind wir irgendwie am Ende von Manzanilla? Hola. Oh Mann, ey. Okay. Wow. Oh. Esta bien, ich bin hier mit Kamera. Also ganz kurz zur Information, Leute. Hier kann man jetzt auch nochmal hinterlaufen, wenn man am Ende von Manzanilla ist. Das ist auch Donation, man muss nichts dafür bezahlen, man muss sich aber hier vorne registrieren. Registrieren, oh mein Gott, mein Deutsch, registrieren. Und dann kann man da noch langlaufen. Das sind ungefähr 5 Kilometer, die man da noch langlaufen kann. Und ja, ich denke mal, da sieht man auch vielleicht Tiere und so. Ist bestimmt auch ganz schön. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Ja, ich bin stecken geblieben und dann direkt auf die Fresse. Das Einzige, was ich retten konnte, war meine Kamera. Ich hatte... Nö, ach, ging. Ich bin ein bisschen, aber jetzt nicht in der... Nur es war so witzig, weil es war halt peinlich ein bisschen, weil das war ja genau vor dem Typ, der stand da mit dem Auto und hat mit ihm geredet. Und ich bin halt genau um ihn umgeflogen und er hat mich dann so, er wollte mir helfen. So, hier sind schon wieder Deutsche übrigens. Ich muss euch ganz kurz einbinden. Hi! Ist ja kein Problem, oder? Ist das ein Problem? Nee. Siehst du schon wieder Deutsche? Justin Pietros. Könnt ihr gerne folgen, wenn ihr wollt. Sagt nochmal ganz kurz, wie war eure, ich will euch gar nicht lange aufhalten, genießt dann auch euer Food, aber wie war die Zeit hier in Costa Rica für euch, der eine Monat? Ja, nice. Könnt ihr empfehlen, ja? Entscheidung, ja. Okay, schön. Was war das, der Highlight? Ganz kurz. Ziplining in Monteverde. Ja, Ziplining in Monteverde. Okay, geil. Und habt ihr eine schlechte Erfahrung gemacht, irgendwas? Ja, San Jose ist so schön. Okay. Okay. Ja, man wird auch dolle angeguckt hier, ne? Merkt ihr das bei auch? Ja. Ist auch auffälliger, so, glaube ich, als dunkelhaarige. Ich werde hier voll angestarrt. Ja. Aber, oder wegen den Tattoos, ich weiß nicht. Die gucken auf jeden Fall. Na gut, dann guten Appetit auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Urlaubszeit und schön, dass wir uns getroffen haben. Das ist verrückt. Wir kommen hier rein und die Deutschen sitzen hier einfach. Also an so einem kleinen Ort in der Walachei. Das ist wieder... Gesetz der Anziehung, sag ich immer, weil ich sag mal, ich bin ein Magnet für die Deutschen. Keine Ahnung. Passiert auf jeden Fall häufig und ich finde es total witzig. Und es ist so schön hier. Wir werden jetzt hier was essen. Und ihr habt ja gerade das Essen gesehen von den Mädels. Das kostet umgerechnet, ich glaube, 7 Euro jetzt so ein Teller. Ist geil. Und das ist ja hier überall dieses karibische Caribbean Food. Das ist ganz normal immer Reis, Bohnen, Banane, diese Plata, dieses Kartoffelgeröst, Rösti würde ich sagen, heißt das Rösti, in der Schweiz. Bananenrösti. Dieses, ne, diese Rösti irgendwie. Rösti? Ich habe auch in der Schweiz gearbeitet, okay. Deswegen Rösti sagt man Rösti. Da. Rösti. Ja, ich habe das schon voll drin übernommen. Zeig euch mal das Restaurant, wie es aussieht. Schön. Hi, hola, buenos dias. Wow, you're so cute. Bra vida? Hier zum Beispiel so ein Dish of the Day, kostet jetzt 6 Euro ungefähr. Du musst es nach und hier steht, doesn't include die kennen sich 10% damit Tax. Aus. Das heißt, die werden auf jeden Fall 10% Tax noch draufschlagen. 1400? 3 Euro, ne? Ja. So Leute, das ist jetzt unser Essen für ungefähr 6 Euro umgerechnet. Ich habe auch gerade ein Smoothie getrunken, zwar natural mit Papaya und Ananas. Sehr, sehr lecker. Ich glaube 3 Euro kostet der. Und das ist Bohnen, Avocado, Salat, Reis und Banane.
sehr, sehr geil. Was hast du? Du hast quasi Reis, genau, mit Chicken, ne? Eine gebackene Banane, Matsche-Banane. Ja, wie gestern Abend. Quasi, ja, scheint hier so ein traditionelles Gericht zu sein. Ja. Und bei mir, super lecker. Ja, und ich habe das Gefühl, guck mal, sie hat mir jetzt einfach, weil ich vegan wollte, hat sie mir einfach mehr Salat gegeben, was voll geil ist. Ja, super. Ne? Mehr Salat und noch eine Banane mehr, als ihr habt. Hammer. Ich liebe das Essen, Leute. Ich bin so ein Fan. Also ich glaube, dieses Essen werde ich mir jetzt angewöhnen. Ich werde das einfach jetzt immer nachkochen. Ich weiß auch nicht, wie das geht mit den Bananen, aber das werde ich auch noch herausfinden. Geil. Gönn mir jetzt. Ja, ich liebe es. Schmeckt halt wie Kartoffeln, ne? Ist dir das mal aufgefallen, Sarah? Schmeckt wie Kartoffeln. Wie Chips so ein bisschen, ne? Mhm. So Leute, ich wollte auch nochmal sagen, dass das Essen, vielleicht ist das auch 2 Euro mehr als eine Kahuna Bar. Also das jetzt nicht, ne? Für 6 Euro. Aber es macht allgemein so satt, das Essen hier, das ist unnormal, wegen dieser Banane und dem Bohnen. Wie was? Wie die das würzen. Mhm. Es ist gut gewürzt, ne? Ja. Nicht zu scharf. Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin begeistert vom Essen. Guck mal hier. Das ist Streetfood. Esto es comida de calle? Ah, Caribeña. Oh, ich verstehe den kaum. Como? Ah. Aha. Ah, okay, Plantita. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Banane irgendwie und süß. Ah, Marmelade, das ist süß. Das ist so ein typisches Streetfood. Quanto es una? Mil? Ah, das ist ja günstig. Okay, Mil sind 2 Dollar. Okay, cool. Habe ich mal kurz abgecheckt. Stark. Das ist auf jeden Fall hier der Ort, Leute. Ich filme noch mal so ein bisschen. Klein und gemütlich. Ich habe so ein Kuba-Flashback hier. Also so krass. Pass auf Leute, ganz kurz. Vielleicht habe ich sogar noch auf Kamera, ich weiß gar nicht. Ich war mal in Kuba, okay? Und da waren wir irgendwo am Arsch der Welt. Da gab es aber wirklich nichts. Aber da gab es so wie da. So 2-3 Gebäude, okay? Und da haben die noch für uns Essen gekocht. Also zu Hause so. Die haben uns alles Mögliche gemacht, dafür 10 Dollar oder so. Das war total krass. Richtig günstig. Und das war auch so abgelegen. Das ist hier auch so nice. Guck mal. Das ist halt so friedlich alles. Ich könnte die ganze Zeit Bilder machen und Videos, einfach weil das so schön ist. Und leider waren wir nicht im Wasser. Das Problem ist gerade, wir haben gerade so eine angespannte Situation hier. Und das muss ich euch später nochmal erklären. Mal gucken, wie die Lösung dafür ist. Ich glaube schon, wir werden schon eine Lösung finden. Das ist zum Beispiel eine Toilette hier in Costa Rica, zeige ich euch auch einfach mal. Das ist übrigens normal, dass man keine Toilettenbrillen hat, ganz oft, auch in Mexiko. Ich weiß auch nicht, was das ist und ja. Hi, Friends. Ach, ich habe gut gegessen. Bin full. So, Freunde, das ist Punta Uva, glaube ich. Also wir sind jetzt in irgendeine kleine Ecke reingefahren mit dem Fahrrad und ja. Ich glaube, das ist Punta Uva. Oder da vorne irgendwo. Aber alles hier in der Nähe. Und wir waren jetzt quasi da hinten. Oh, ist das schön. Ist geil, ne? Voll ruhig, mega. Nee? Ich hab angezogen. Was denn? Was ist passiert? Ich habe doch Videos hier gemacht. Ja? Ich habe immer einen großen Schatten gesehen. Ah. Und ich dachte, was ist denn das? Ja? Weil vielleicht war das auch der Papagei, der hier lang geflogen ist und hat mir ein Zeichen gegeben. Ey, ich schwör's dir, da war gerade ein riesen Papagei in dem Baum und der war so bunt. Oh mein Gott, ich habe noch nie so einen bunten Papagei gesehen. Der blau und gelb, glaube ich, war der. Der ist da immer noch, ne? Ich sehe ihn aber nicht. Irgendwo da im Busch. Ja, da oben. Die gucken aber alle. Guck, für die ist das auch was Besonderes. Siehst du? Wäre geil, wenn er fliegen würde. Ja. Ach shit, man sieht ihn jetzt nicht. Aber der war riesig, der war richtig geil. Guck mal, wie hoch auch die Palmen hier sind. Krass. Guck mal da, wie hoch die Palme ist. Stefan, wenn da eine Kokosnuss runterfliegt. Ja. Oha. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Das ist lebensgefährlich. Wir haben Papagei gesehen. Schön, ne? Ja, mega. Einfach hier am Strand. Punta Uva. Ja. Wenn ich jemand hätte, der hier mal eine Kokosnuss runterholen könnte, dann wäre ich im Himmel, sag ich euch. Guck mal hier. Das ist auch noch eine Frucht. Wie heißt denn die? Weiß das jemand? Gerne mal in die Kommentare reinhauen, Leute. Was ist das? Oh, ich finde die Blätter auch so geil. Schön, ja. Ja, Mann. Die fühlen sich richtig geil an. Boah, die sind richtig kräftig. Richtig, richtig kräftig sind die irgendwie. Wow.
voll schön, dieses ganze Grün hier. Ja, okay, let's go. Wir gehen jetzt, wir haben jetzt gesagt, Stefan und ich gehen jetzt in den... in dieses Rescue Center. Rescue Center, genau. Jaguar Sanctuary. Wo verletzte Tiere aufgenommen werden und gepflegt werden. Mhm. Und das mit Donation, glaube ich, nur. Das gucken wir uns jetzt mal an. Mal gucken, was wir da finden. Freue ich mich total darauf. Ich auch, voll geil. Let's go. Guck mal, Leute, ganz kurz. Hier sind ganz viele Spinnenweben. Sieht man die Spinne? Alles voller Spinnenweben hier. Guck mal hier, hier sind die ganzen Spinnen. Aber so eine richtig große haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Das war jetzt das höchste der Gefühle, die. Da ist ein Kolibri. Ach, wie süß da. Oh mein Gott, ist der süß da. Weg ist er. Oh, ist der niedlich. Wie geil die fliegen, ne? Hammer sind die. Da sind auch Spinnen in der Mitte. Aber nicht so fett, wie ich dachte, weißt du? Ja, wo waren die? Wir haben gerade einen riesengroßen Papageien da oben gesehen. Da bewegt er sich. Da. Ach, boah, der ist riesig. So, hier müsste es jetzt zum Rescue Center gehen. Ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt noch reinkommen. Guck mal, den da. Den habe ich heute Morgen gesehen schon. Hi. Tun die einem was? Nee, ne? Jaguar Rescue Center ist rechts lang. Guck mal, richtig große Schmetterlinge. Hübsch, ne? Die sind mega groß. Ah! Das erinnert mich jetzt an diesen, weißt du, wo wir im Naturmuseum waren? Mystica? Mhm. Genau diesen Papageien haben wir gerade gesehen. 300 in, live in Costa Rica. Von den Papageien? 1000 auf der Welt und 300 in Costa Rica. Ah, von denen, wow. Wo bist du, Faul hier? Ich schwör's dir, du bist die Liebe meines Lebens. Hey, der sieht wirklich traurig aus. Meine Freundin, die kennt ja die Sprache. Als würde der weinen. Die anderen daneben, weiß ich nicht, aber der? Ja. Hi. Meine Freundin so runterhängen, ja. Voll traurig. Hey. Hallo. Also ihn da will ich morgen früh sehen, den kleinen Süßen da, den ein, da. Ist das ein Faultier? Ja, der hier. Okay, cool. Also die haben von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Dann kommen wir morgen nochmal, wir haben die Fahrräder eh noch bis mittags. So niedlich, die sehen so lieb aus, die lächeln halt so, ne? Krass. Okay, Leute, pass auf, ganz, ganz interessant. Wir haben schon wieder einen Deutschen kennengelernt, den filme ich aber jetzt nicht. Aber sag mal deinen Namen kurz. Ich bin Daniel aus Hamburg. Daniel aus Hamburg, okay, ist auch hier. Er will nicht gefilmt werden, er ist nicht so der Typ vor der Kamera. Aber pass auf, der macht hier so ein, finde ich ganz interessant, der macht so ein Volontariat hier in diesem... Stefan, sag mal ganz kurz, helf mir mal kurz im Vlog hier, was macht er genau? Er macht hier so, ist das wie so ein Praktikum, ne? Oder so eine Freiwilligenarbeit. Freiwilligenarbeit macht er hier in Costa Rica, in diesem Park, wo dann gerettete Tiere sind. Und das ist ganz interessant, weil wir haben schon wieder einen Deutschen kennengelernt. Ja, ich wollte nur sagen, hier sind auch wieder sehr viele Deutsche. Und er hat auch gesagt, dass Costa Rica sehr teuer sein soll. Das ist einer der teuersten ist von hier. Und er meint aber auch, dass zu empfehlen ist, auch nach Panama zu gehen. Und das ist irgendwie Bocas der teure. Und da wird irgendwie die ganze Zeit gefeiert. Das sind mal wieder ein paar Infos, die ich gerade so erwischt habe hier auf dem Weg. Manifestation is real, sage ich immer. Du attractest immer das. Und das ist jetzt schon der zweite Deutsche, also von den Leuten, die wir heute getroffen haben. Crazy, Leute, ich werde verfolgt. Guck mal, Leute, hier gibt es einfach Maracuja-Elektrolyte. Ich kann es gar nicht fassen. Vielleicht probiere ich sogar eins. Aber es ist ein bisschen teuer. Wie teuer ist denn Wasser hier? Aloe Vera-Getränke haben die auch. Wasser 600 nur. Okay, 500 das günstigste. Wo 300? Ah, die kleine. Und die große 500. 1 Euro. Ja, es ist okay. Ich nehme die. Guck mal, Hummus zum Beispiel kostet 3.800. 8 Euro ein Hummus. Nee, 7. 7 oder 6,50 oder so ein Hummus, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Müssen wir nochmal nachgucken. 3.800. Und schaut mal hier. Das sieht alles so anders aus hier. Die haben alles in so... Ja, die haben halt alles gekühlt hier, ne? In Kühlschränken, das ganze Obst. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Vielleicht ist es deswegen alles so fresh hier. Aber hier haben, die es ja auch nicht gekühlt. Oh, süß, Babybananen. Oh, ich liebe Bananen. 2 Euro kosten die. Und Riesenmangos. Mm. Guck mal, hier gibt es zum Beispiel auch vegane Joghurt. Das kriegst du so in Cancun weniger. Also auch, aber nicht so viele mit Geschmack und so. Für 3.000. Oh, ist aber auch teuer, ne? 6 Euro oder was? Oh, ich krieg die Krise. Feta-Käse kostet 9.000. Sind das nicht 20 Euro? Nee, 17? 9.000, wie viel? 15,30 Euro. 15,30 Euro?
Feta-Käse, 15,30 Euro. Und wie viel sind 3.200? Das ist der Joghurt. 5,50 Euro. Ein Joghurt? Welcher denn? Der da unten? Ja, der kleine hier. Der kleine? Ja, nee. Doch, Joghurt. Der ist vegan. 5,50 Euro. Ach du Scheiße, und Feta-Käse 15 Euro? Das ist krass. Man muss halt die Local-Sachen essen, ne? Ja. Die nicht besonderen Sachen. Was hast du da jetzt? Na hier, griechischer Joghurt. 6.600. Wie viel sind das? So ungefähr 11 Euro. Ne. 11 Euro für diesen Joghurt? Griechischer, ja. Ach du Scheiße. Okay. Ich habe Orangensaft, aber die waren alle mit Zucker. Das ist der einzige mit Wasser und Konzentrat. Also okay. Zucker. Ja, und wie teuer? Ich glaube 1.000. Ach so, das ist aber günstig. Ist ja 1 Euro nur. Ne, 2. 2 Euro. Meins kostet 1 Euro ungefähr. Wasser geht noch. 1.500. Aber wenn du mal einen Naturalen willst, da unten, der einzige Naturale, der kostet 4.100. Ja, 7 Euro. 7 Euro. Für Natural. Und der ist Natural hier, Kleine? Nee. Nee. Okay. Nur der und hier. Okay. Krass. Ja gut, wissen wir Bescheid. Guck mal, was gibt's denn hier? So Chipspackungen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sehen ja aus wie Takis. Honig. Honig Senf Chips. Hier gibt's Honig Senf Chips. Oh, das sind Bananenchips, ja. Ich muss aufhören mit den Bananenchips, bin süchtig davon. Ich schwör's dir, ich liebe die. Ah, das sind diese Patacones. Weißt du noch, die wir immer essen? Ja, Bananen. Die sind doch krass. Die sind ganz schön teuer, ne? Ja, aber es ist auch fast eine richtige Mahlzeit. Ah, Yucca auch. Yucca gibt's auch. Ach, das ist ja geil. Oh mein Gott, die muss ich eigentlich probieren, die Yucca-Dinger. Also Platano Verde ist Banane, ja? Ja, Banane. Ah, Platano Verde, aha. Was kostet die Packung? 3 Euro? 2,5. Nee, mehr. 4 Euro. Ah, 4 Euro. Ungefähr. Okay, ja, stimmt. Interessant, ne, was es hier gibt. Okay, Gluten-Free Brezel. Aber ja, ihr seht schon die Preise, da kann man auch gleich Diät machen. Ich mach Diät. Aber das ist ganz geil, das schreckt mich ab, das zu kaufen, dann esse ich weniger. Dann esse ich lieber, bevor ich mir hier eine Chipspackung hole, esse ich lieber ein Hauptgericht. Genau, weißt du? Ein richtig, geiles hier. Ja. Ist genauso teuer gefühlt fast, ne? Ja. Also ich finde. Ne? Ja, findet man schon was günstiger. Man findet günstigere Hauptgerichte, aber wenn man so im Supermarkt halt anfängt einzukaufen, Nüsse und so. Obwohl Nüsse gehen, aber guck mal, diese Riesenpackung da. 2.800. Nicht so teuer, ne? Ja, Nüsse gehen eigentlich voll klar. Hier gibt's auch. Die hätte ich doch gestern. Im anderen, ne? Ja. 600. Ja. Guck mal, die hätte ich gestern. 1.200, 2 Euro. Ja, das ist okay. Aber obwohl, ist eine kleine Packung. Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin total verwirrt. Ich habe jetzt auch gar keinen Hunger, weil wir haben so gut gegessen vorhin. Ich bin mega gefüllt. Eine Banane würde ich vielleicht noch essen nachher. Aber nehme ich jetzt nicht mit auf die Fahrt. Eine kaufen? Ach so. Und dann? Ja. Ein Picknick machen? Ja. Und übrigens, Leute, ich will das ja nicht laut sagen, aber ich finde hier überall hübsche Männer, ne? Das ist geil. Oh, guck mal, oh, und schöne der Hund. Hunde. Oh, der Hund will einfach rein. Guck mal, oh, der ist ja voll süß. Okay, den rufen wir jetzt nicht, weil sonst sind die anderen böse. Der will einfach hier reinlaufen. Habe ich auch noch nie gesehen, dass ein Hund einfach von draußen zum Supermarkt läuft. Ja, ich wollte euch sagen, richtig schöne Männer. Ich muss sie mal heimlich filmen. Ich habe auch einen manifestiert. Wir waren gestern Abend was essen, ne Stefan? Du bist der Beweis, sag mal ganz ehrlich. Wir waren gestern Abend was essen, haben da so einen Mann gesehen, den fand ich ganz hübsch. Und dann auf einmal waren wir jetzt am Arsch der Welt mit dem Fahrrad. Wirklich am Arsch der Welt. Wirklich am Arsch der Welt. Stundenlang gefahren. Stundenlang gefahren und auf einmal, wer kommt? Der Typ. Ja. Genau in das Restaurant. Er hat wieder geguckt wie gestern. Er hat uns so angeguckt, also mich glaube ich in dem Fall und gestern auch schon. Und ich habe dann gesagt, wir haben den Mann manifestiert, weil der kam in dieses gleiche selbe Restaurant rein. Mhm. Das ist doch nicht normal. Und gestern war das auch. Crazy. Und ja, deswegen, ich werde mal noch ein paar hübsche Männer filmen, wenn ich das kann, heimlich, Leute. Dann zeige ich euch mal meinen Männergeschmack. Fette Bananen, ey. Essbananen, ne? Können wir die nehmen? Doch, ja. Die hatte ich ja gestern auch. Gelben. Ich glaube, das so sind eine? Normale Bananen. Diese grünen. Ah, das sind die normalen. Also die kleinen, ja. Die kleinen, aber das sind die Essbananen, oder nicht? Platano, nee, weiß ich jetzt gar nicht. Fast 2 Euro, ne? 1000. 1.002 Euro. Ja.
Könnte man fast so eine Packung mitnehmen. Die sind auch normal hier. Ja. Ich hatte gestern eine von denen und die eine hat ein bisschen komisch geschmeckt, muss ich euch ehrlich sagen. War ein bisschen weird irgendwie. 100 eine? Geht, oder? Eine? 100 Gramm, ne? Ah, 100 oder ein Gramm. Kilo? Unit? Unit? Ach so, Unit. Ach so. Boah, keine Ahnung. Nee, eine Banane kostet doch keine. Ach so, doch. Was kostet 100, denn in der Stadt eine Banane? 250, habe ich für eine große bezahlt. Ah ja, 100 eine Banane. Oh, ich bin so verwirrt. 100. Aber die sind ja dann teuer hier. Ja. Aber jetzt steht 1000. 1000, ach so. 2 Euro. Ja. Nehmen wir eine mit, lieber. Können wir doch hier lieber nehmen. Weil die sehen so komisch aus. Aber ich glaube, die sind gut. Guck mal, die hier. Oder was meinst du? Ja. Sind schon offen. So Leute, und jetzt sind wir finally an dem Strand, wo wir enden wollten. Ciao. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Wichtig. Kommentar schreiben, wie es war, wie ich das kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?